So, das ist alles, jetzt müsste laufen. Es ist ja immer dasselbe Spiel, die letzten Updates. Ich raste ja immer, wenn dass ich ein Lithium mit reinmache und wenn man mal diskutiert, ob was hochwertig ist oder nicht hochwertig ist. Es entspringt die Welt aus einem Programm, aus einer Matrix. Und wenn ich immer ironisch sage, selbst wenn du mir Maggi-Tüten zubegibst und mir lesen mal, wie man die anrührt, werde ich dir zeigen, dass da was sehr Geistreiches drin steht. Und wenn man das nicht wahrhaben will oder nicht überprüft, hat man halt ein Problem. Der normale Mensch, den wir uns jetzt ausdenken, ist jetzt ein Gedanke. Und gerade immer, wenn ich betone, wir reden von dem, was 100% sicher ist, und einer darüber diskutieren will, obwohl er es hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann, ist einfach ein klares Zeichen von vollkommener Geistlosigkeit. Und geistlos, sagen wir natürlich immer, zuerst einmal die zwei Seiten, geistlos ist alles, was du dir ausdenkst. Es ist losgemachter Geist. Ja. Man muss wissen, was Geist ist, das heißt, man muss wissen, was man selbst ist. Eine Erkenntnis, die jenseits all dessen, was du bisher Glauben im religiösen Sinne, Esoterik oder Naturwissenschaft genannt hast. Holofeeling liegt im Jenseits dieser ausgedachten Wissensordnung. Die bauen nämlich hundertprozentig sicher alle auf einen unbewussten chronologischen raumzeitlichen Denken auf. Sie setzen Dogmen bzw. Paradigmen, wir können das auch Axiome nennen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das, was ich dir mit Holofeeling erkläre, jede einzelne Kleinigkeit kannst du 100% sicher, ich gehe noch einen Schritt weiter, jeder 13-Jährige kann das hundertprozentig sicher überprüfen. Und jetzt kommt das große Problem, das steht im Widerspruch zu dem, was dir logisch erscheint. Und ich sage immer, logisch ist eine geistlose Maschine, es ist nicht geistreich. Und dann wird dir dieser Wahnsinn der Menschen, die du dir ausdenkst, bewusst. Und jetzt geht es schon los, der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Die Menschen, die du dir ausdenkst. Aus was denkst du dir die Menschen aus, heraus? Und wo denkst du dir die hin? Und wo befinden die sich in dem Moment, wo du die Menschen denkst? Ja, Der gut. große Unterschied von Holofeeling besteht zuerst einmal darin, dass ich. Wir müssen das klären, was meine ich jetzt mit ich? Ja. Dieses Pixelmännchen, das du jetzt vor dir hast auf dem Monitor und diese Lautsprecherstimme, die du jetzt hörst, das meine ich jetzt mit dem Ich. Es ist eine Information von dir, eine sinnlich wahrgenommene Information. Kannst du sofort hundertprozentig sicher überprüfen, das, was du jetzt hörst, ist keine menschliche Stimme und es ist kein Mensch, den du siehst. Du siehst einen Monitor, sprich statische Lämpchen, die ständig ihre Helligkeit verändern und dadurch in dir die Illusion erzeugen, dass sich jetzt zum Beispiel Finger hin und her bewegt. Das, was du aber siehst, ist kein Finger. Das ist die Genauigkeit, die ich mit Holofeeling fordere. Dir jeden Moment bewusst zu machen, was ist jetzt eigentlich da? Welche Information bekomme ich jetzt zu sehen? Es ist eigentlich traurig, wenn man das, und jetzt sage ich ganz bewusst, jetzt denke ich mir 20 Jahre. Was ist eigentlich der Gedanke an 20 Jahre? Das heißt, ich spanne vor mir ein Fenster auf, kann auch eine Seite mir jetzt ein Blatt Papier denken, wo Buchstaben drauf sind, dann sind alle Buchstaben da. Und wenn ich mir jetzt 20 Jahre denke, ist alles, was in den 20 Jahren passiert ist, in diesen Gedanken 20 Jahre drin. Ich sehe aber dann nichts, weil es eine riesengroße Kollektion ist. Ja. Es ist so unendlich simpel, so unendlich einfach. In dem Simpel steckt auch die Simulation. Ja. Und ich betone immer wieder, ich erkläre es dem, der sich das ausdenkt, was er jetzt erlebt. Und du wirst irgendwann nochmal akzeptieren müssen, dass du letzten Endes alles, was du erlebst, kannst du nur erleben, wenn es eine Information von dir ist. Ich sage immer dazu, das gilt selbst für jeden tiefgläubigen Materialisten. Er sagt dann natürlich, es muss ja in meinem Gehirn irgendwas drin sein, dass ich das sehen kann. Und wie dein jetziges Leben weiterläuft, ist absolut entscheidend, ausschlaggebend, ob du das jetzt akzeptierst oder nicht. Dabei setze ich voraus, dass du mich jetzt sprechen hörst. Darum sage ich, ich erkläre es nur dem, der sich jetzt dieses Gespräch anhört.
Weil du der Einzige bist, der ewig ist. Alles und jeden, den du dir ausdenkst, existiert immer nur, wenn du ihn denkst. Und jeder Gedanke, den du denkst, jegliche Art von Information, gleichgültig, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob das nur eine feinstofflich von dir gedachte Information ist, wird hundertprozentig sicher mit dem nächsten Gedanken zerstört, ausgetauscht. Wenn du das nicht akzeptierst, hast du ein riesengroßes Problem im wahrsten Sinne des Wortes. Du wirst dir immer wieder dasselbe vorlegen wie ein Hamster in einem Laufrad. Und ich sage dir wahrlich, 1000 Jahre sind wie ein Dach ist wie 1000 Jahre. Es gibt nur heute. Ja. Und jetzt machen wir wieder ein Zeitfenster. Das beginnt, wenn du wach wirst und es endet, wenn du wieder einschläfst. Aber jetzt kommt das Schöne mit der Zeitlosigkeit. Du wirst jetzt wach und du wirst jetzt wieder ausgeschalten werden. Du kannst dir nicht raussuchen, wann du wach wirst und als wer du wach wirst. Und du kannst doch in keinster Weise bestimmen, wenn du einschläfst. Mhm. Aber beides ist jetzt. Mhm. Das ist dieses Umdrehen der Zeitachse in die Transversale, in die Vertikale kann man es auch nennen. Das sind die Transversalen, weil wir denken mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und das ist eigentlich das Einzige, was man verstehen muss. Sind viele Worte, die kompliziert klingen, und der Rest ist eigentlich nur ein Akt der Aufmerksamkeit. Oh ja. Du kannst einen Gedanken, ich wiederhole immer dasselbe, setze für das Wort Gedanke das Wort Information. Eine Form in dir. Du kannst einen Gedanken nicht erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn denkst. Und es ist jetzt gleichgültig, diese Information, ob das eine bewusst von dir gedachte Information ist, und da geht es schon eigentlich los, oder eine sinnlich wahrgenommene Information. Wie sieht es jetzt aus, denk dir die Situation, du liest der Zeitung. Dann ist das Einzige, was sinnlich wahrgenommen in deinem Gesichtsfeld ist, ein Fetzen Papier in einer gewissen Entfernung, wo Schriftzeichen, wo Worte drauf sind. Mhm. Und jetzt wirst du, wenn du zum Lesen anfängst, denkst du dir Dinge aus, Situationen aus, Kriege. Du denkst dir Menschen aus, Anführungszeichen Trockennasenaffen. Mhm. Du bestimmst, wo die jetzt sind. Steht ja da. Der Assad in Syrien. Mhm. Ja. Und wie die sind vom Charakter her. Mhm. Magst alles du und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Und wer jetzt taucht einer in dir auf, der wo was anders behauptet, dann fängst du mit dir zum Streiten an, weil du hundertprozentig sicher weißt, dass das, was du dir denkst, so wie du dir es denkst, das einzig Richtige ist. So. Und wenn man das jetzt immer wieder wiederholt, merkt man eigentlich, in was für einem Wahn, dass man bis da oder bis man das erkennt, gelebt hat. Ja, wirklich. Das ist Materialismus, das ist normale Religion und das ist Esoterik. Und die Spreu trennt sich vom Weißen, wenn du jetzt innerhalb der Brüsel-Ebene, wie ich gesagt, Brüssel und der Brüssel, das ansprichst, wird dir ein Schwall von Hass entgegenkommen und die werden sagen, du bist der Spinner. Du kannst dir in die Klapse. Es ist hochinteressant, dass einer, der nur das ausspricht, was jetzt sofort von jedem Kind überprüfbar ist, wenn man diese Gedankengänge mitgeht, dass das ein Spinner ist. Mhm. Bei Definition eines Menschen, der vollkommen geistlos um sich herum seine eigenen Gedanken verstreut, die er nicht einmal überprüfen können, könnte, wenn er wollte. Richtig. Das ist, ich habe in den letzten Selbstgesprächen immer jetzt gedacht, immer wieder darauf hingewiesen, dass bis dato es mir ein leichtes ist, dir zu beweisen, dass 99% aller deiner Glaubensinhalte mir ein leichtes ist, dir zu beweisen, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ja. Und wie oft habe ich die Sache mit dem Ersten und mit dem Zweiten erzählt? Ich sage der Erste, ich bin der Erste. Ich behaupte nur Sachen, die du sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und der Zweite in dir, deine eigene Logik, was dir bisher logisch erschienen ist, als hundertprozentig sicher bewiesen. Wir Physiker wissen ja zum Beispiel, wenn du das nachhilfst, da schauen wir uns dann übrigens ganz kurz was an, heute Morgen, dass das Wahnsinnige sind. Vollkommen geistlose Affen. Auch bei eigener Definition ja Menschen, Enosch, sterbliche Säugetiere. Du bist kein sterbliches Säugetier, du bist Geist von meinem Geist. Und wenn ich jetzt auch von meinem Geist, meine ich natürlich nicht das Pixelmännchen oder den Udo, den du dir jetzt denkst, weil das alles Informationen von dir sind.
Das Pixelmännchen ist jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information in dir, oder den du dir jetzt vielleicht denkst, dass der da außen ist, ist ein Gedanke von dir, den du erschaffst. Ja. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Wohlgemerkt in dem roten Kopf, dieses Beroshit. Ja. Weil der blaue Kopf, dein Trockennasenkopf, ja auch nur existiert, wenn du an ihn denkst. Das sind vergängliche Erscheinungen. Und wenn man das einmal installiert hat, ich sage, wenn das zu einer hundertprozentig sicheren Gewissheit geworden ist, dann kann man anfangen, die Welt zu verändern. Und jetzt ist die Welt, was ist die Welt? Ein ständiger Wechsel von Vorstellungen. Das hebräische Wort Welt, wenn wir das hebraisieren mit Holofilling, dann heißt es einfach ein Brandopfer. Ein polarer Rand, die Welt der Gedankenwellen, die du von Augenblick zu Augenblick opfern musst, dass ein neuer Gedanke auftauchen kann. Ja. Das ist das Spiel. Das kannst du nur immer wiederholen, bevor du das nicht installiert hast, dass das zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Wirst du auch nicht in der Lage sein, maßgeblich was zu verändern. Es geht auch um Opfern, um Verzicht. Und jetzt sollte dir klar sein, dass wenn ich jetzt behaupte, das, was du Welt nennst, ist etwas, was du dir mit deinem jetzigen Intellekt, mit deinem jetzigen Wissen, dein Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest, selbst ausdenkst. Es ist schlichtweg etwas von dir Ausgedachtes in Maßsetzung des Wissens, des Intellekts, den du zum Denken benutzt. Ja. Und jetzt behaupte ich, und wenn du den Gedankengang mitgehst, so unglaublich das klingt, der Einzige, der die Welt verändern kann, bist du. Ja. Weil die Welt, die du dir ausdenkst, deine ganz persönliche, ich nenne es immer deine Traumwelt, um das klarer zu machen, der Einzige, der diese Welt verändern kann, ist der, der sich ausdenkt. Ja. Es kann niemals ein Mensch oder irgendetwas, was du dir ausdenkst, mächtiger sein wie du selbst. Weil das für dich Geist ja gar nicht existiert, wenn du es nicht denkst. Und wenn du es denkst, ist es so, wie du dir das denkst. Genau. Und jetzt kommen die Schichten. Solange du rumdokterst, und jetzt machen wir unser Videospielbeispiel wieder. Solange du rumdokterst an den Bildern auf der VR-Brille, kannst du ja zum Beispiel machen, du kannst jetzt in deiner ausgedachter Weise als Avatar, als Protagonist, wenn du den Joystick in der Hand hast und das Programm die Möglichkeiten hergibt und dieses Programm, auf dem du läufst, das gibt die Möglichkeiten her. Du kannst jetzt hier ein Farbengeschäft materialisieren mit ständig wechselnden Bildern. Fährst du in die Stadt, das ist wie in einem Videospiel, dann holst du dir einmal knallrote Farbe, dann fährst du heim und streichst dein Wohnzimmer, wenn die rot. Dann veränderst du einen kleinen Teil der Welt. Sichtbar, sinnlich wahrgenommen. Ändert aber nichts am Programm, weil das auf dem Programm dran ist. Die Möglichkeit wäre jetzt da. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel hier mit dem Auto gegen die Wand fahren, dann ist dein Kotflügel kaputt. Passiert in dem Videospiel alles. Es verändert nichts an dem Programm, das die Bilder macht. Ja. Ich nenne das immer nur oberflächliche Veränderungen. Ja. Es wird nur immer an der Oberfläche in den Möglichkeiten innerhalb dieser Traumwelt was verändert. Alle wollen diese Traumwelt verändern, indem sie die Oberflächlichkeiten der Traumwelt verändern. Elementare Veränderung passiert dann, wenn du das Programm veränderst, dass andere Möglichkeiten da sind. Da musst du aber zuerst einmal wissen, dass du wirklich in einer Matrix bist, dass die Grundlage deines Traums, ich nenne das immer ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm ist. Ja. All das, was ich jetzt sage, kannst du erst akzeptieren, wenn du das, was ich jetzt zuvor gesagt habe, und jetzt kommt schon wieder das Spiel, alles, was ich anspreche, jedes Wort spreche ich jetzt, wir haben ein Zeitfenster offen, wie ich immer sage, wie im Buch, wir blättern immer bloß dann zurück, wenn ich sage, denk an das Anfang des Gespräches, auf der Datei gibt es keinen Anfang und kein Ende, weil da ist eine absolute Gleichzeitigkeit all dessen, was aufgrund dieser Datei im Arbeitsspeicher hier und jetzt auf dem Bildschirm oder über den Lautsprecher auftauchen kann. Es ist simpel und einfach und hundertprozentig sicher, selbst mit deinem jetzigen Wissen. Das Einzige, was plötzlich erkannt wird, dass alles, was man bis zu dem Punkt geglaubt hat, einfach nur Lügen waren. Ja. Extrem logisch erscheinen die Lügen. Ja. Das ist das, was ist. Ja, das ist so. Und momentan sage ich, wie komme ich jetzt an das Programm? Und da geht es ja nicht
besser machen ist immer verbunden mit einer Vervollkommnung. Das heißt, alles, was bisher da war, lassen wir so, wie es ist. Ja. Wir lösen eine Verwandlung aus, indem wir uns in höhere Bereiche bewegen. Und die, das ist das Beispiel, solange wir in einer Flächenwelt leben, Kreis und Dreieck, kann man in der Verbindung des Widerspruches einen Kegel machen. Mhm. Du kannst nie von unten nach oben sehen. Mhm. In dem Beispiel funktioniert es, weil du beide Ebenen einziehst, jetzt vorstellungstechnisch. Mhm. Aber das gilt wirklich für alle Polaritäten. Das heißt, solange du irgendwas bekämpfst, Krankheit und Gesundheit ist wie Kreis und Dreieck. Umgekehrt Dreieck und Kreis in meinem Beispiel, weil das spitze Ecke hier die Krankheit darstellt. Das gibt den Kegel und das gibt dann die Heiligkeit. Ja. Gesundheit und Krankheit gibt die Heiligkeit. Heiligkeit ist aber ein Einssein. Das ist immer, wenn ich jetzt sage, wenn du sehr aufmerksam was machst, existiert dein Körper nicht. Weil der nur existiert, wenn du an ihn denkst. Und ihr merkt es ja selber, jetzt werde ich wieder normal in der Sprache. Wenn ich jetzt meine Feddings denke, die du dir jetzt ausdenkst, die auch nur ein Gedanke sind und ein bisschen Männchen sind. Wenn du nicht gerade jetzt glaubst, der Peter oder die Margot zu sein. Mhm. Dass die das Spiel seit fast 25 Jahren spielen, intensivst Ohrenbohrungen studieren und kleinmütig jetzt sagen müssen, stimmt eigentlich. Warum braucht man eigentlich so lange? Aber was ist lange? Ja. Jetzt, ja. Den Udo, wie du denn das erste Mal gesehen hast, hast du ihn jetzt gesehen. Ja. Und jetzt siehst du ihn auch jetzt, als Wickelmännchen. Richtig. Wenn du glaubst, der Margot oder die Peter zu sein. Und wenn du glaubst, jetzt ein anderer zu sein, dann siehst du halt jetzt drei Pixelmännchen. Margot, Peter und Udo. Das ist schon, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Ja. Da werde ich noch genauer drauf eingehen. Aber es ist immer alles jetzt. Das große, allumfassende Hier und Jetzt. Das ist auch dieser ewige Alltag, der nicht, sobald du immer wieder ein Zeitfenster oder ein Raumfenster aufspannst, du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Das sind die Perspektiven mit der Tasse. Es bleibt jedes Bild hier und jetzt in deinem Kopf eine Information. Du stellst dir was vor und setzt dann hier Perspektiven innerhalb dessen, was du dir vorstellst. Was natürlich hier das große Wunder ist, dass genau das auch in Physikbüchern beschrieben wird. Und die, die meinen, die hätten irgendwas verstanden, und da schauen wir uns jetzt mal was an, ganz neu. Ich hoffe, mir kriegen da kein Ärger, jetzt mache ich Zukunft. Das muss ich jetzt übrigens noch ganz kurz dazu sagen, weil das Thema war, hier jetzt kleine Geschichte in den kleinen Naturfreundehaus treffen. Die hatten einen Ordner vorher und da war dann nur, ja, Corona, müssen wir uns testen lassen, müssen wir uns nicht testen lassen. Und ich sage jetzt gleich von vornherein, wenn du ganz bewusst dich beobachtest, das Einzige, was du zu tun hast, du sollst beobachten, du bist ja der Einzige, der deine Informationen erlebt. Deine Gedanken, die Gedanken, die du denkst, erlebst bloß du Geist. Mhm. Und die Menschen, die du dir ausdenkst, egal ob du die jetzt nur denkst oder ob die sinnlich wahrgenommen auf deiner Verabrede erscheinen oder ob du auf deinen eigenen Körper denkst, an diesen jetzt sinnlich wahrgenommenen Körper, sobald du an ihn denkst, auch das existiert wahrnehmbar für dich nur dann, wenn du es denkst oder wenn du es anschaust. Ja. Die Quelle von Leid ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Und ich sage tausende Mal, die anderen müssen wir uns noch gar nicht anschauen, bevor du das erste und das zweite Gebot nicht hältst. Mhm. Wenn du an dich denkst, baust du eine Information in dir auf, das ist der Bruch des ersten Gebotes. Mach dir kein Bild von Gott. Ein träumender Geist ist ein Gott für die Welt, die er träumt. Ein Schöpfer, der das, was er sich ausdenkt, aus sich heraus schöpft. Das ist hundertprozentig sicher, so wie du dir einen träumenden Geist vorstellst. Und die Welt, die er sich ausdenkt, spielt sich wie ein Film in ständig wechselnden Momenten. Nur immer hier und jetzt in seinem roten Kopf ab. Ich sage jetzt in dem roten, in diesem Beroschet, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Ja. Und inmitten dieses Beroschet, das erste Wort in der Dora, wird dann übersetzt mit dem Anfang. Das heißt auch im Anfang. Das ist der Anfang von allen. Der Anfang von allen Existierenden beginnt in dem Moment, wo du zum Denken anfängst. Ich sage in dem Moment, wo du wach wirst. Aber zuerst einmal wirst du halt als Säugetier wach, als selbst ausgedachtes Säugetier. Das ist eine Entwicklungsstufe.
Diese 3x3x3 Wachstumsstufen, die wir durchlaufen. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir das verlassen, wo uns das bewusst wird. Mhm. Ja. Gibt es reichlich Erklärungsmodelle dazu. Und ich kann immer nur dazu sagen, mit Nachdruck, das ist jetzt kein religiöses Geschwätz, kein esoterisches Geschwätz und kein vollkommen geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Geschwätz. Was ich mit nachäffen meine, das hören wir uns jetzt ganz kurz einmal an. Diese zwei Kameraden hier. Ach, süß, ja. War heute Morgen in unserem Chat. Schauen wir mal ganz, ganz kurz. 466, was unser Lesch sagt. Die philosophieren jetzt über Quantenmechanik. Schauen wir, hören wir da kurz rein. Also, mit dieser Argumentation, das ist auch so ein Gedanke, der mich öfters mal anfällt. Wenn ich nur nicht vom Tisch ausgehe, sondern von mir selber, das ist noch dramatischer. Ja, ich mir überlege, aus welchen Teilchen ich bestehe und was diese Teilchen dann im Innersten veranstalten. Also da ist irgendwo so ein Proton und da sind Quarks in diesem Proton 3 up down und da sind Gluonen und die Gluonen sind mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das Interessante dabei ist, all das, was er jetzt macht, kennt er vom Hörensaal. Ja, das ist unser Kamerad, den wir nur kennen vom Monitor. Ja. Ihr wisst von meinen Vorträgen, wo er dann hier, du Geist sitzt vor dem Monitor, lässt von ihm ein Video laufen. Ich drücke mich jetzt einfach so aus, es kommt aus dir, du träumst ja. Und dann siehst du dieses Pixelmännchen, das du jetzt siehst, auf deinem Monitor, im Hintergrund auf deinem Monitor, ein Monitor. Und er deutet mit dem Finger auf den Monitor und sagt, das ist ein Photon im Fluch. Das haben sie in Japan so aufgenommen. Ja. Du musst nur schauen, was ist jetzt da. Das ist das Einzige, was ich mir für dich wünsche, dass du jeden Moment schaust, welche Information ist jetzt da, ist sie feinstofflich, ist sie sinnlich wahrgenommen, was ist für eine sinnlich wahrgenommene Information jetzt da, momentan für dich ein Monitor, wenn du auf den Monitor schaust mit diesen zwei Pixelmännchen. Und wichtig ist, verlagere deinen Fokus darauf, wie du das interpretierst, wie du reagierst und wie du das interpretierst und welche Gefühle die Bilder teilweise in dir auslösen. Nicht nur die auf dem Monitor, sondern auch in deinem Alltag, wenn du auf der Arbeit bist. Weil was ich jetzt sage, auch der Monitor, den du jetzt vor dir siehst, ist ein Monitor auf zwei kleinen Monitoren. Darum sage ich immer, deine zwei Augen symbolisieren bloß eine VR-Brille. In diesem Ding. Das heißt, für diese Bestandteile vergeht schon mal die Zeit nicht. Also ich bestehe aus Dingen, für die Zeit gar kein Begriff ist. Alles, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, das ist jetzt all. Ich sage, alles, was er sagt, stimmt. Bloß dir muss klar sein, all die Dinge kann nie irgendeiner entdeckt haben. Ja. Jeder, der dir das erzählt, geht davon aus, dass irgendwer in der Vergangenheit das entdeckt hat. Und jetzt kommt der Satz auch nochmal mit Nachdruck. Wenn du meinst, ich bin ein Großmaul. Ich zeige dir, dass in den Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler drin sind, dass jedem 13-Jährigen, den ich darauf hinweise, einleuchtet, dass das niemals so gewesen sein kann. Wie wollen die vor 200 Jahren Wassermoleküle entdeckt haben? Es sind logische Konstrukte, da sitzt einer und dem fällt ein, dass das so sein könnte. Ja. Gilt auch für die DNA, für all das Zeug, das du in deinem Kopf aufgrund von Glauben verwirklichst. Ja. Im Anfang ist das Programm, das ist die neue Lösung und nicht da außen ist eine Welt. Und wir sind jetzt, wir Physiker sind in der Lage, mit Computerprogrammen das arithmetisch zu simulieren. Da ist im Anfang ist diese Arithmetik, die das in deinem Kopfkino aufbaut. Also als makroskopisches Objekt ist aber der Zeitbegriff, für ein Lebewesen ist der Zeitbegriff fundamental. Für ein Lebewesen ist der Zeitbegriff fundamental. F unter. Ja. Facetten sind eine Welle. Ja. Mental, Mendior, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das macht er jetzt. Er überlegt sich in sich selber, wenn er ein Geist wäre, wenn er ein bewusster Geist ist, überlegt er sich Sachen, die er vom Hörensagen kennt, denkt es und verstreut es um sich herum in Raum und Zeit. Eigentlich der Begriff überhaupt. Ja. Und im Innersten ist ein Zusammenspiel an Feldern, die im ganzen Universum vorhanden sind. Schon das Wort Universum. Er weiß nicht, was Universum bedeutet. Für ihn ist das Universum ein unendlich großer, ausgedehnter Raum, entstanden aufgrund eines Urknalls, der vor knapp 13 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Hat es jemals einer, jeder, der dir das erzählt,
geistlos irgendeinen Schwachsinn nach, natürlich, was sich in dem Traum einspielt, bis er anfängt, selber zu denken. Jetzt springen wir mal da rein, wir legen noch einen drauf, hör zu, was unser Lesch jetzt sagt. Dann gäbe es hier in diesem Raum keinen Unterschied zwischen dir und mir, es gäbe keinen Unterschied zwischen dem Tisch und uns, selbst die Strahlung, die hier runterbombt. Hat er jemals Strahlung gesehen? Er ist hundertprozentig, dieser Charakter ist hundertprozentig davon überzeugt, dass Strahlung vom Himmel runterkommt. Ja. Ja. Zeig mir Licht. Ja. Mhm. Ich zitiere einen Nobelpreisträger: Tachyonen sind unsichtbare Teilchen, die in der kosmischen Strahlung entstehen und mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde runterfliegen. Es ist doch ein vollkommen geistloses Nachgeäffe von Worte, des Vorstellungen aufbaut, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Es sind wahnsinnige Sachen, mein Redo immer. Und das hast du bisher bewundert. Das gilt übrigens auch für alle Mediziner, für alle Ärzte, weil die Wirklichkeit komplett anders funktioniert, wie du dir das mit deinem jetzig geistlos nachgeäfften Schwamminhalt ausdenkst. Alles ist eins. Das ist mein Reden. Das ist es. Universum. Wir. Das ist UP. Verbundenes Wissen, die Weisheit. Alles ist Gott. Das ist immer. Im Meer heißt immer sein, ewig sein. Und da spritzen halt jetzt Gedankenwellen. Das ist das, was du dir ausdenkst. Das sind nur Gedanken, ständig wechselnde Bilder, wie die Bilder auf einem Monitor. Scheiß Satz unter uns gesagt. Ich hoffe, der wird nicht übertragen, aber komm, ist egal. Ja? Es ist aber das ist. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es wird niemals in Frage gestellt, dass da außen keine Materie ist, wenn du nicht dran denkst. Dass da außen kein riesengroßer Raum ist, wo sich Planeten rumdrehen, wenn du nicht dran denkst. Mhm. Das gilt als hundertprozentig sicher, dem wird nicht mehr widersprochen. Ich sage, du kannst es ja nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du kannst nämlich nur das überprüfen, was in dir im Moment existiert. Ja. Und sobald du was nicht mehr denkst, existiert es nicht mehr. Also was ist in diesen Schwachköpfen drinnen? Schienwach ist natürlich jetzt eigentlich wieder genau das Gegenteil. Das ist das Interessante, dass ich immer sage, du musst alles auf den Kopf drehen. Jetzt hast du mal um 180 Grad drehen. Alle, die für dich unheimlich weise waren, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es die geistlosesten Nachäffer sind, die es überhaupt gibt. Du bewunderst Intellekt. So ein kleiner Satz. Wenn du wirklich Intellekt bewundern willst, dann nimm dein Smartphone in die Hand oder setz dich vor den Computer und geh ins Internet. Das ist nur Intellekt. Das ist reines, nacktes, ausgedachtes Wissen. Aber da ist noch kein Geist da, der in irgendeiner Form das wahrnimmt. Intellekt sollte man nicht bewundern, du solltest Geist bewundern. Aber Geist wiederum ist das Bewusstsein, das sich Wissenselemente bewusst macht, das es wahrnimmt, das es erlebt. Ausgedachte Dinge erleben nichts, die spüren nichts. Tausendmal weise ich darauf hin, egal an was du denkst. Es ist kein Unterschied, ob du an einen Computer denkst oder an dein Gehirn denkst. Kannst du einen Computer erklären, was er ist? Kannst du einen Computerchip erklären, was er ist oder dem Gehäuse? Kannst du einen Trockennasenaffenkörper oder ein Gehirn das erklären? Du kannst deine Information nicht erklären, dass sie nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst, dass es deine Information ist. Eine Information, die du Geist erlebst, aber niemals irgendein Gedanke von dir wird was erleben. Oder kann irgend anders sein, wie du in dir denkst. Du kannst dir jetzt Menschen ausdenken, / Trockennasenaffen, Lebewesen, und dir denken, dass die das wissen. Und dann wird es immer gleich bleiben. Es ist immer dasselbe Spiel. Am Ende, ja? Am Ende ist tatsächlich diese ganzen Unterschiede, diese ganzen Differenzen, die wir wahrnehmen, die das Leben erst zum Leben machen, die es uns. Die ganzen Differenzen, die wir wahrnehmen, das sind unsere Gedankenwellen. Mhm. Und der es wahrnimmt, ist genau in der Mitte. Das ist der Punkt in der Mitte, oder ich sage die Nulllinie, der Wasserspiegel. Der Kopf frei, der Kopf des Schöpfergottes. Dieser Geist in diesem Kopf, das absolute Mittelpunkt, der nimmt es wahr. In einer Selektion als ausgedachter Mittelpunkt ist es ein träumender Geist, aber die ganzen träumenden Geister sind jetzt meine Geistesfunktionen, auch wieder was Ausgedachtes, die wiederum befinden sich in dem Zentrum. Und jetzt denk an mein Sternwerferbeispiel mit den kleinen Sternchen, die aus dem Hauptlicht rausspringen. Und aus jedem dieser Lichter springen wieder Lichter raus. Oder denk an mein Luftballonbeispiel mit dem Luftballon, wo Punkte drauf sind, wo man aufblasen oder die Luft rauslassen. Mhm. Jeder Punkt befindet sich in diesem absoluten Mittelpunkt. Das ist das Zentrum von unserem Tetraederstern. Für uns möglich machen, einen isolierten Gedanken zu denken. Schon alleine nur die Gedankenproduktion, die mentale Aktivität hier oben. Wenn du dir überlegst, dass da Natrium und hier oben,
bla 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 bla, alles ausgedachte Dinge, dass da Natriumcarbonat, Kaliumionen hingeschossen und hergeschossen werden. Und wenn du das dann auf einem quantenfeldtheoretischen Niveau durchdenkst, dann findest du keinen klaren Gedanken mehr. Da würde ich sagen, da sollten wir uns zurückhalten. Ja. Da, um Himmels Willen, das bloß nicht, weil dann wird ja alles, was wir uns denken, nicht stimmen. Es ist reine Hirnwichserei. Hätte man Ihnen an der Schule was anderes erzählt, wird dann was anderes glauben. Aber kann ein Gedanke von mir an was glauben? Jetzt sind wir doch schon wieder in dem Problem. Richtig. Ja. Schön. Es sind einfach nur Informationen. Der einzige konstante Parameter, der jetzt wirklich da ist, das bist du. Und alles andere, was existiert, ob du jetzt an deinen Körper denkst, ob du an Margot und Peter denkst, das ist lauter so Zeug. Das ist hier so eine Stelle. Mein altes Beispiel. Ich sage jetzt einmal, wir denken uns Margot und Peter aus. Die sind jetzt Pixelmännchen, die mir steuern können. Und jetzt sage ich einmal, Margot, du mal bitte deinen Finger hochhalten. Okay. Und tipp den Peter auf die Stirn. Okay. Jetzt ist es interessant. Peter, du hältst den Finger hoch und tippst der Margot auf die Stirn. Es ist sehr interessant, wenn du jetzt das anschaust, du siehst es, du spürst weder das eine noch das andere. Wenn du jetzt die Margot bist, dann hast du gespürt, dass der Peter dir auf die Stirn gelangt hat. Du hast aber nicht die Stirn gespürt vom Peter, wie du auf seinem Finger drauf getippt hast. Du hast es auf der Fingerspitze gespürt. So denke ich mir jetzt das. Und umgekehrt, der Peter hat, wie er die auf die, der Margot auf die Stirn getippt hat, hat er die Fingerspitze, aber nicht dieses Stirngefühl gehabt. Du wieder jetzt, wenn du weder Margot noch Peter bist, spürst weder das eine noch das andere. Ich mache als Udo immer das kleine Beispiel, dass ich sage hier, ich setze mich ein als Brösel Udo gegenüber, dann nehme ich seine Hand, lege die vor mir auf den Tisch, dann nehme ich meine Hand, lege die neben seiner Hand, dass du die zwei Hände siehst. Und dann lange ich auf die eine Hand und die andere Hand. Und ich sage jetzt, das spüre ich, wenn ich auf meine Hand klopfe. Und wenn ich auf seine Hand klopfe, sage ich, das spüre ich nicht. Ich behaupte jetzt, wenn ich dein Programm glaube, laufen habe, wenn ich glaube, meinen Traum du zu sein, dann spüre ich das, wenn ich auf deine Hand klopfe, aber ich spüre es nicht, wenn der Udo auf seine Hand klopft. Und wenn jetzt da mehrere zuschauen, zum Beispiel bei unserem letzten Treffen, sage ich, und wenn du jetzt weder der Udo noch der andere bist, mit dem ich das Spiel mache, siehst du, dass auf zwei Hände draufgelockt wird und du spürst weder das eine noch das andere. Wir schauen nur, was da ist. Wie interpretiere ich das? Und jetzt schaue in dich rein, ob du glaubst, dass hier ab jetzt gerade im Moment die Margot und der Peter, die du dir jetzt ausdenkst, irgendwas gespürt haben. Die Büchselmännchen spüren nichts. Dann ist das schon vom Tisch. Das heißt, wenn du Bilder hast und mitleidest aufgrund von Filmen, welcher flackernden Lämpchen oder wegen Geräuschen, schmerzhaften Schreien, die ein Lautsprecher von sich gibt. Meinst du, der Lautsprecher hat Schmerzen, wenn er schreit? Ach, du meinst, das haben die Menschen, es wurde ja aufgenommen. Das ist eine riesengroße Falle. Es sind logische Konstrukte, mit denen du dich in den Gefängnis deiner Welt festhältst. Schon auf der Grund der Tatsache, dass es keine Vergangenheit gibt. Wie oft habe ich das erklärt? Dieses Video wurde niemals in der Vergangenheit aufgenommen. Alles, was passiert, passiert jetzt. Das ist die absolute Gleichzeitigkeit, die die Quantenmechanik und die Physik vorschreibt. Ja. Darum ist es ja, das wollen die eigentlich ja gar nicht wahrhaben. Jetzt kommt wieder die Sache, dass ich auf der einen Seite sage, du wirst von mir niemals hören, wenn irgendeiner was äußert, dass es nicht stimmt. Wenn du jetzt zurückspulst, das ist ja alles gleichzeitig da, und du hörst dir nochmal die kleinen Sachen an oder du schaust dir die zwei Videos ganz an, dann wirst du feststellen mit Holofeeling, dass alles, was die behaupten, stimmt. Es sind aber Metaphern, es sind Vorstellungen, die Teilchen, die Quarks, Upquark, Downquark, egal wo was steht. Das Problem ist die Vorstellung, die die haben, wenn die diese Worte aussprechen, die wir uns jetzt natürlich uns ausdenken, die das nur sprechen, weil wir das träumen, weil wir das bestimmen. Alles, was du erlebst, ist etwas, was du denkst oder was du sinnlich wahrgenommen anschaust, ist aber genauso Information, die aus dir kommt, wenn du träumst und hast da VR-Brille auf. Das ist die Metapher, träumender Geist oder Computer, wo wir es dann ein wenig komplexer erklären können. Und momentan geht es nicht darum, dass du das im Detail weißt, sondern dass du zuerst einmal den Sprung schaffst, dass dir das immer während, jeden Moment bewusst ist. Ja.
egal was du zurzeit als Avatar in deiner Traumwelt, als Figur in deiner Traumwelt, dieses körperliche Wesen, das in dir entsteht, in dem Moment, wo du an deinen Körper denkst. Ja. Dass du zuerst einmal akzeptierst, dass dieser Körper nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Für diesen Körper, den du bisher, bis dato ich genannt hast, gilt dasselbe wie für jede andere Information auch. Sie existiert nur in dem Augenblick, wo sie von dir wahrgenommen wird. Und sobald du an was anderes denkst, ist es weg. Das ist hundertprozentig sicher. Löse dich von dem materialistischen Wahn zu glauben, ich bin dieser Körper, ich bin dieses Gehirn und ich muss den möglichst lange am Leben erhalten. Das heißt, solltest du dir jetzt das Video zum Beispiel mit Freunden anschauen und die sagen, was ist das für ein Spinner? Egal wer das ist, ob das deine Eltern sind, deine Frau ist, dein Mann ist, deine Kinder sind in deiner Rolle, hör auf, da irgendwie nachzubohren, sondern akzeptiere innerlich, es sind eigentlich nur tote Erscheinungen, es sind nur Zombies. Und jetzt kommt der schöne Sprung, das gilt übrigens auch definitiv, solange du das nicht weißt, für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und in dem Moment, wo dir das bewusst war, dass Kommunikation mit vergänglichen Erscheinungen, mit Existenzen als Geist gar nicht möglich ist, Geist kann auf der Ebene der Existenz, das heißt der Vergänglichkeit, gar nicht kommunizieren. Ich versuche dir zu erklären, was Ewigkeit bedeutet, was ewiges Leben bedeutet. Und da musst du zuerst einmal etwas werden, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann, weil alles, was existiert, wird ja mit dem nächsten Gedanken schon wieder vernichtet. Das ist das große Geheimnis übrigens auch aller Religionen. Die Schwierigkeit ist immer die Auslegung der Meister, die du nachäffst. Ich kann alles, was jetzt hier Lesch und so mit ihrer Quantenmechanik erklären, was sie ja überhaupt nicht wahrhaben wollen, weil das treibt dann ja in den Wahnsinn, dann sind wir eigentlich nichts, dann ist ja alles gleichzeitig. Du merkst es, ich habe es ausgesprochen, dass das alles stimmt. Aber der tiefgläubige Materialismus in ihnen wehrt die letztendliche Erkenntnis. In der Quantenmechanik ist alles ist eins. Es gibt ein verbindendes Parameter, heißt es in anderen Büchern. Alles ist eins. Das ist das Universum. Ja. Das in eins gekehrte, das Immerseinde, L-U-P 86 Elayom. Gott, das Meer, der letztendlich unheimlich wogende Wellen aufschmeißt, das sind die Gedankenwellen. Das ist das Fundament deines Lebens, deines Erlebens. Macht das Fundament aus. Mal wieder zwei Seiten. Facetten sind Wellen. UNDA, aufgespannte Existenzen in geöffnete Schöpfung. Mendior, etwas über mich drüber liegen und Lügen verbreiten. Gibt eine schöne Stelle im Neuen Testament, das hat mir jetzt raumzeitliche Geschichte. Ich habe zwei kleine Zuschriften von der Holoarithmetik, wenn es einer ein bisschen wissenschaftlich arithmetisch haben will, diese zwei Zusätze für die Holoarithmetik. Und da ist ein kleiner Satz aus dem Neuen Testament drin. Ich mache das einmal ganz kurz. Da ist diese Aussage, wenn du etwas sagst, sag ja, ja oder nein, nein. Alles andere ist von übel oder überflüssig. Und da mache ich den original griechischen Satz rein und das schreibe ich das so eigenartig, dass ich sage, sag ja und dann kommt Klammer auf, plus minus ja oder nein plus minus nein. Und dieses griechische Wort, das hier normalerweise mit, kann man in jedem altgriechischen Wörterbuch nachschauen, was hier ist von übel, das heißt eigentlich auch, ist überflüssig. Und jetzt sage ich, schau dir das einmal an. Das ist der Einheitskreis. Ja ist die obere Plushälfte. Und wir haben zwei Plus, wir haben Plus Plus und Plus Minus. Sag ja, ja, Plus Plus, Plus Minus oder nein, nein, Minus Minus, Minus Plus. Das sind die vier Phasen vom Einheitskreis. Es ist ja alles Physik. Denk wieder an die Magie-Tüten-Suppe. Du kommst in der Metapher-Ebene kommst du in einen ganz anderen Bereich. Ich soll jetzt nur wieder Lügen haben, kurze Beine, da geht es nicht um Lügen. Alles andere ist überflüssig. U, Doppelpünktchen drauf, BR, Polar erweckt. Und es wird flüssig. Jetzt denkst du dir den Einheitskreis und was lernst du in der Schule aus dem Einheitskreis, wo ja alles oben und unten gleichzeitig da ist und wo alle Blickwinkel, wenn wir zum Beispiel einen Sinus oder einen Cosinus rauskonstruieren, gehen wir aus dem Einheitskreis heraus und machen einen Sinus.
Jetzt denkst du dir einfach, dass wir den nicht da auftragen, sondern die Linie da oben hin machen. Dann haben wir den Einheitsgeist und alles ist über mir flüssig. Das ist die Welt der Gedankenwelt, die ich mir jetzt räumlich und zeitlich um mich herum verstreue. Jetzt haben wir flächige Darstellung und jetzt denkst du dir, dass wir von oben drauf schauen und dann haben wir hier die Kreise. Ja. Ja. Das ist das, was ich die Wellengleichung, die Kugelwelle, wenn du die Bilder, habe ich alle schon eingestellt. Mhm. Ich kann auch das von Übel nennen. Dann habe ich nämlich über mir ist ein polares L mit 70 geschrieben, hast ein polares Joch. Joch, genau. Das hochgehobene Joch. Das bedeutet dieser Vers und jetzt schwingt schon die Physik im Hintergrund mit. Die Arithmetik. Das mache ich dir mit jedem Satz, mit jedem Vers in jeder heiligen Schrift, ob das der Koran ist. Im Koran steht nichts anderes drin. Andere Perspektiven, andere Bauteile. Ja. Das ist es, verrückte Baholo-Feeling. Ich betone immer wieder, ich erkläre dir zuerst, was du selbst bist. Du bist diese E-Quadrat mit mir, die E-Quadrat-Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Fast in jedem Selbstgespräch sage ich das, die Einstein-Formel. Wir nennen jetzt eine Formel, die niemals in der Vergangenheit ein Einstein geschrieben oder entdeckt hat. Das hat man dir erzählt. Und jeder, der dir das erzählt, erft genauso geistlos wieder irgendwas nach und baut Vorstellungen aufgrund von Worten auf. So wie er halt programmiert wurde. Ja. Wie oft sage ich, ein Einstein entsteht hier und jetzt von dir, aus dir herausgeschöpft, aufgrund des Wissens, das du in dir trägst, das ist dein Schwamminhalt, in dem Moment, wo du an den Einstein denkst. Und das Wort Einstein, Albert Einstein, ist ein Komplex an Wissen in dir, der ist mehr oder weniger groß. Ich denke mir jetzt Menschen aus und ich denke mir jetzt, dass jeder gebildete Mensch in Deutschland, der normalen Bildungsweg durchlaufen hat, keine höheren Schulen, dass der mit dem Wort Albert Einstein immer an einen Physiker denkt, der weiß Einstein, Physiker, Relativitätstheorie. Mhm. Wenn ich nichts weiß von der Relativitätstheorie, aber das behaupte ich jetzt einmal, wissen die meisten. Mhm. Warum? Weil ich das jetzt denke. Genau. Und die sind jetzt alle nur hier und jetzt in meinem Kopf, weil ich das denke. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn man mir in der Schule es auch immer wieder erklärt hätte, dass der Albert Einstein ein großer Bäckermeister ist, der den Einstein-Stritzel erfunden hat, dann würde ich bei Albert Einstein an den Bäckermeister und an den Einstein-Stritzel denken. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Dasselbe gilt für die ganzen Philosophen der Vergangenheit. Ich kann mir nur das ausdenken, was in meinem Schwamminhalt drin ist. Dasselbe gilt für religiöse Thesen. Das ist der Schwamminhalt. Das ist hundertprozentig sicher. Und alles, was in dir auftaucht, du bist die Quelle, wenn du das jetzt nicht träumen, bindestrich denken oder anschauen würdest, existiert es nicht, sofort überprüfbar. Um was zu überprüfen, musst du es zumindest denken oder anschauen. Ja. Mhm. Warum ist es so schwer, da loszulassen? Es ist die totale Befreiung. Ja. Die Angst ist nur in der Liebe möglich. Und jetzt kommt die Freiheit, meine zwei Seiten. Immer an die 16 Seiten denken, aber ich will das nochmal klar machen. Und jetzt zitiere ich einmal, hebe ich etwas hoch. Ich denke mir jetzt meinen Jahren aus vor 20 Jahren. Und seinen ersten großen Aha-Effekt hat er, dass ihm aufgefallen ist, dass die einzige Freiheit, die du als Geistesfunk momentan in diesem menschlichen Dasein hast, und jetzt bitte genau zuhören, lass das auf dich wirken, die einzige Freiheit, oder der Weg in die Freiheit führt über eine einzige Erkenntnis, die Erkenntnis in einer intensiven Selbstbeobachtung, dass du Geist dich als träumenden Geist beobachtest. Was du erlebst in deinem Traum hier und jetzt in einem ständigen Wechsel, geroschet in deinem Kopf und wichtig, verlagert den Fokus, wie du Worte und einzelne Situationen interpretierst. Ich habe gesagt, deine Reaktion auf Bilder verändert ja ständig deine Information. Diese schöne Metapher mit der 200 Gramm rote Gnede, die sich ständig umformt, ohne dass die Gnede sich selbst verändert. Du als denkender Geist, egal an was du denkst, ob du dich jetzt als 20-Jährigen denkst oder als 70-Jährigen denkst, du bist immer derselbe Geist, der nur seine Information austauscht. Du hast dich dein ganzes Leben, wenn du mich jetzt sprechen hörst, nicht verändert. Du selbst, rot gelesen. Was sich verändert, ist deine Information. Ja. Und dann machst du wieder ein Zeitfenster. Und da springe ich jetzt gleich nochmal, bevor ich da weitermache mit dem Jahr, mit der großen Erkenntnis. Wir haben ja jetzt einen Verlust
jetzt muss ich Namen nennen, unser Robby ist ja gestorben. Mhm. Ja. Und die Marion sagt jetzt schon mit Holofeeling wissen, eigentlich muss ich dankbar sein, es ist dieser Funke, dieser wundervolle Mensch ist wach geworden, was ja nur in ihrem Raum nur eine Figur in ihrem Raum ist. Ja. Viel wichtiger ist es, dass du selber wach wirst. Und dass es ja Dankbarkeit ist. Und ich sage immer, wenn man so gehen darf im Hintergrund, der ist Fahrrad gefahren und fällt um und ist tot. Und der Arzt sagt noch dann zur Marion, sind nur Worte. Wir stellen uns jetzt was vor aufgrund dieser Worte. Ja. Ich behaupte nicht, dass das irgendwie wahr ist. Es hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Für uns ist es das nur eine Geschichte. Namen sind austauschbar. Dass der das überhaupt nicht mitgekriegt hat. Ich sage, das ist der Idealfall, wie du aus diesem Traum wach wirst. Du löst dich in dem Traum auf. Der Traum löst sich auf, weil du plötzlich wach wirst und in eine komplett neue Welt kommst. Das ist keine Esoterik. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, das kannst du nicht überprüfen. Das wird dir bewusst sein, wenn du die Reife hast und das bei dir selbst passiert. Ja. Ja. Und wir haben in unserer kleinen Holofeeling-Community haben wir unsere Helene als Musterbeispiel, wo das passiert ist mit ihrem Toni. Und die erzählt mir, die Marion hat bei ihr angerufen, jetzt mache ich wieder eine raumzeitige Schnickschnack-Geschichte, die wir uns jetzt ausdenken aufgrund dieser Worte. Aber jetzt komm, mache ich eine Kleinigkeit dazu. Weil die das ja mustergültig weggesteckt hat schon vor der Marion. Mhm. Und jetzt sage ich dann zu Helene, pass auf Helene, jeder Mensch, das sage ich jetzt auch zu dir, Geist, der du dir das ausdenkst, jeder Mensch, der in dir in Erscheinung tritt, immer hier und jetzt, wenn du mal aufgehört hast, unbewusst räumlich, raumzeitlich zu denken, ist ein Lebensabschnittsgefährte. Mhm. Du kannst jetzt in dein Lebensbuch zurückblättern und dann behaupte ich einmal, du hast vor Schulalter, hast du Freunde gehabt. Das ist je nachdem, welches Leben du durchlebst. Meistens, wenn du in die Schule gekommen bist, in der dritten, vierten Klasse, die dann nochmal da war, vielleicht seid ihr umgezogen. Und wenn du aus der Schule rauskommst, hast du wieder andere Bekannte, wo viele, die du aus der Schule kennst, oder dass deine Freunde waren, sich aufgelöst haben. Das sind Lebensabschnittsgefährten. Das Schöne ist jetzt, oder das, es ist einfach so, sage ich zur Helene, auch dein Toni war ein Lebensabschnittsgefährte von dir. Aber um das noch mehr zu relativieren, sage ich, jetzt denke mal an die 20- oder die 30-jährige Helene. Ich sage jetzt zur Margot, denke mal an die 20-jährige Margot. Ist nicht die Figur, die du jetzt denkst, dieses 20-jährige Mädchen oder die 20-jährige junge Frau, genauso auch nur ein Lebensabschnittsgefährte gewesen von dir, Geist? Mhm. Ja. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an den Toni denkst oder an dich selbst denkst in früheren Jahren? Es ist etwas, das du jetzt aus deiner Erinnerung, ein Erwecken in deinem Innern, jetzt wieder aus dem Speicher, aus der Datei, wo alles gleichzeitig drauf ist, hochholst, in die Existenz hebst, dir natürlich in die Vergangenheit denkst. Machst du das bewusst oder meinst du immer noch, das war in der Vergangenheit? Ja. Und jetzt ist es hundertprozentig sicher, dass in der Vergangenheit weder was passiert ist, noch in der Zukunft was passieren wird. Das heißt, jegliche Art von Hochrechnung, lasse ich mich jetzt impfen oder nicht impfen in der Zukunft? Sagst du sofort, Kack, interessiert mich nicht. Mach dir Gedanken, wenn es hier und jetzt unmittelbar das Leben von dir fordert, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Ja. Mhm. Das wäre jetzt ein Thema nochmal, wo ich sehr genau darauf eingegangen bin, das mache ich jetzt nicht. Ich will wieder zu dieser großen Erkenntnis zurückkommen. Es öffnet sich für dich eine vollkommen neue Tür, wenn du erkennst, wenn dir wirklich bewusst wird, dass die einzige Freiheit, die du zurzeit hast, erkennen zu können und zu akzeptieren, dass du überhaupt keine Freiheit hast, als der, der du zurzeit zu sein glaubst. Genau. Du bist nämlich die Figur in einem Traum und Figuren in einem Traum haben keine Freiheit. Sie existieren, wenn sie von dir gedacht werden und sie sind genauso, wie du sie dir denkst. Und da magst du selbst, wenn du an dich denkst, keine Ausnahme. Mhm. Weil alles, was du denkst, wird gesteuert von dem Intellekt, von dem Programm, das in dir läuft. Das ist das Prinzip wie bei einem Computer. Wir haben eine Konstruktdatei und wir haben Bilder in einem ständigen Wechsel, die letztendlich stehen und fallen mit, dem Konstruktprogramm, mit dem Intellekt, aus dem die entspringen. Ja. Das heißt, mit dieser Akzeptanz der absoluten Unfreiheit, und ich sage immer wieder, dieses Spiel, wenn man eine Seite groß machen, wird die andere automatisch mit. Das heißt, umso gesünder du dich fühlst, umso mehr Krankheit ist im Hintergrund. Ich sage, umso mehr Höhe wir haben, gibt es auch Tiefe gespiegelt. Das heißt, mit der Erkenntnis der absolut eigenen Unfreiheit in Bezug auf die Figur
mit der du dich ein Leben lang verwechselt hast, kommt im Hintergrund eine absolute Freiheit, die alleinstehen genauso wenig ist wie die Unfreiheit, weil uns interessiert der Punkt in der Mitte, aus dem diese Gedankenwelt entsteht. Ja. Das heißt, jegliche Art von Furcht ist ein Zeichen von Lieblosigkeit. Allumfassende Liebe fürchtet sich vor nichts. Ein bewusster Denker wird sich niemals von irgendwas, was er sich denkt, fürchten. Er wird auch in seinem im vollen Bewusstsein seines eigenen Bewusstseins niemals glauben, dass irgendein Gedanke, den er denkt, den er in dem Moment aus sich herausschöpft und vor sich hinstellt, in irgendeiner Form mächtiger sein könnte als er selbst. Das klingt so unglaublich. Es ist noch nie anders gewesen. Du hast bloß kein Bewusstsein dazu. Wir reden jetzt von einer Ebene, die jenseits dieser ausgedachten Welt ist. Das ist es jenseits. Ja. Das ist das, er steht mit einem Bein, ich sage jetzt auf dem Meer, auf im Meer, und mit einem Bein auf dem Land. Aber da, was wir uns denken, dass er im Meer oder auf dem Meer steht und auf dem Land steht, das sind wieder die zwei Seiten. Wichtig ist der, der in der Mitte ist. Ja. Jetzt denken wir uns den natürlich schon wieder und der ist undenkbar. Ich habe es so oft erklärt. Der absolute Mittelpunkt, das, was du selbst bist, es gibt keine Möglichkeit, an das, was ewig ist, zu denken, ohne das zu einer momentanen Erscheinung zu machen. Und wenn man bloß das Wort Ewigkeit ausspricht. Ja, absolut. Dann ist das Geräusch Ewigkeit da. Oder Gott. Gott ist ein Geschöpf, das von dir erschaffen wird. Wie alles, die Welt, das Universum, als Wort jetzt gesehen, bis ich dann begreife, was die Worte bedeuten. Was sind wir in einer zivilisierten, hochgebildeten Welt, die alles entheiligt hat, was irgendwie heilig ist? Das Wort Mathematik. Gelerntes Wissen von geistlosen Nachäffern. Das bedeutet das Wort Mathematik. Ich beweise dir das. Du musst nur eins deiner Wörterbücher in dir aktivieren, aus dir herausholen. Und da steht es genau drin, wenn du das altgriechische Wort einmal in Mathematikos anschaust. Ein Fakt. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und Kosmos heißt Ordnung. Und Universum heißt das in eins gekehrte. Und Energie heißt das innere Wirken. Und Entropie ist im Zentrum eines W-Endepunktes. Schau mal, was Physiker für eine Vorstellung kriegen bei dem Wort Entropie. Es ist inmitten eines W doppelt aufgespannt, unser W, eines auch doppelt aufgespannten Endes, in einem Punkt sein, wo sich alles umwendet, ohne dass sich der Punkt im Zentrum selber verändert. Der Punkt im Zentrum ist der Geist, der wir selbst sind. Ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Aber wir können um uns herum räumliche wie zeitliche Dimensionen uns ausdenken. Du kannst Gedanken, die du jetzt denkst, Vorstellungen, etwas Ausgedachtes, es wird zuerst einmal aus diesem nicht denkbaren Punkt herausgedacht in dein Inneres. Das ist, wo ich in die letzten Selbstgespräche immer wieder darauf eingegangen bin. Und in dem Moment, wenn wir sagen, inner Ha-All, innerhalb dieses Quintessenz nichts und außerhalb, das Ha-All ist das hier und das ist die Polarität. Und sobald wir uns das denken, als Foto sage ich, brauche mal ein Dia, negativ, positiv, negativ, muss immer die Hinterseite sein, sonst du musst eine Seite anschauen und die andere vergessen. Und es ist interessant, dass man selbst, wenn man jetzt gebildet ist, wie ihr, alte Lehre im Ruhestand, dass man sich eingestehen muss, wieso braucht man über 20 Jahre vom ersten Mal hören, weil dieses materialistische Trockennasenaffendenken so unendlich hartnäckig ist. Absolut. Und wenn du dir jetzt das Video mit dem Gast noch mit dem Lesch anschaust, ich sage, egal was einer behauptet, du wirst von mir nie hören, dass das nicht stimmt. Ich sage dir genau, mit was für ein Wissen, in welches Spezialgebiet er welche kleine Facette anschaut und äußert. Interessant ist, dass ihr Wissen, was ihr hier rezitieren, ihren Schwamminhalt, was ihr studiert habt, dass das genau das, diese Quantenmechanik, diese Chemie, genau diese Physik, genau das beschreibt, was ich dir jetzt in ganz einfachen, kindgerechten Worten ganz simpel beschreibe, dass es jeder 13-Jährige verstehen kann und sofort überprüfen kann. Aber ihre Vorstellungen von Teilchen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und Quarks, die hier ein Spin von zwei, die sich zweimal um die eigene Achse drehen müssen, dass du die dann dieselbe Seite wieder siehst, die haben keine Ahnung, was es bedeutet.
Und dann sind sie ersetzt. Das heißt ja, dass wir eigentlich nichts sind. Das ist, um Himmels Willen, wir sind ja nichts. Ich sage Bingo. Ja. Genau. Übrigens bin, hebraisiert, heißt zwischen. Ja, zwischen, genau. Mhm. ZW, die Geburt von was doppelt aufgespannt, im Schlaf ständig wiederholen. Ja. Und Go als G-Waff geschrieben heißt im Innern. Ja. Im Innersten. Genau. Ja. So einfach ist es. Ja. Wo ist die Freiheit? Wirkliche Liebe kennt keine Furcht. Alles andere selektiv. Und dann entsteht zwangsläufig, wenn du was liebst, die Angst, dass du das verlierst. Mhm. Ob das geliebte Menschen sind. Und ich sage immer wieder, wenn du was denkst, wenn du dir was ausdenkst, wenn du dir was vorstellst, dann hast du es aus dem Zentrum verloren, ohne dass du es verloren hast. Die zwei Seiten sind immer gleich. Mhm. Es gibt keinen Berg ohne, keine Höhe ohne Tiefe. Es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit. Wenn du das eine nicht denkst, ist das andere auch nicht da. Und wenn du das eine denkst, ist das andere trotzdem da. Du denkst bloß eine Seite dir nur aus. Wie fühlt sich das an, wenn du gesund und krank gleichzeitig bist? Dann ist gar nichts. Mhm. Plus 5, minus 5 ist nichts. Das ist das Spiel, wo ich wiederhole. Du kannst alles, jedes Kind kann das überprüfen. Jetzt könnte ich wieder sagen, ich meine jetzt natürlich nicht Peter und Margot, weil das ja nur Pixelmännchen sind. Es wäre ja blöd, wenn ich am Monitor mit flackernden Lämpchen flach, hast du jetzt die ganze Zeit geordnet. Ich spreche doch die ganze Zeit nur zu dem, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Ja. Und ich ist mit Sicherheit nicht der Lautsprecher, den du jetzt sprechen hörst. Und das Pixelmännchen Udo. Ja. Das war dir genau, wir reden von dem, was hundertprozentig sicher sind. Aber jetzt die Frage, hast du die ganze Zeit geordnet? Und es macht, stell dir mal die Frage auf deiner Bröselebene von Brösel zu Brösel, wie ich das nenne, von Affe zu Affe, stell dir mal irgendjemand, deiner Bekannten, deinem Freund, egal was gerade da ist. Die kommen da im ersten Moment gar nicht mit, weil für die ist das, für diese Programme, für diese Logik, die wir uns jetzt in die Köpfe reindenken, ich nenne das Materialismus oder ich nenne das religiösen oder esoterischen Glauben, die sagen, was ist das für eine blöde Frage? Selbstverständlich, weil sonst wird es mich ja nicht geben. Dann frage ich, mit was? Das ist ja noch eine dümmere Frage, mit was? Natürlich mit meinem Körper, mit meiner Lunge habe ich geordnet. Ich sage, die war doch die ganze Zeit jetzt nicht da. So ein Blödsinn tue ich mir nicht an, höre ich dann immer wieder. So einen Krampf will ich gar nicht hören. Ja, ich erinnere mich hier an einen Fall, wo ich hier ein Gespräch belausche in einer kleinen Gruppe, wo ich bloß abseits gesessen. Und dann ist über Tierschutz gegangen, weil ja so viele Tiere gequält waren und den Tierschutz und die armen Tierchen. Und dann frage ich die bloß, was sind die jetzt? Und dann schaute ich mich an, ich wusste gar nicht, was ich will. Und dann sagt, was sind die Tiere jetzt, von denen du die ganze Zeit sprichst? Die wusste immer noch nicht, was ich will. Das sind doch jetzt bloß Gedanken, die du denkst. Und dann ist die so ausgerastet, weil ich jetzt behauptet habe, das sind nur Gedanken, so nach dem Motto, so leicht hier einfach das Wegschieben, das große Problem, das sich da außen befindet. Ja, genau. Ich sage, da außen befindet sich gar nichts. Behalt einfach dein zweites Gebot. Wenn sich irgendwo etwas befindet, befindet sich das hundertprozentig sicher zuerst einmal in deinem jetzt ausgedachten Gehirn, weil du es denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Wobei es aber auch hundertprozentig sicher ist, dass dieses Gehirn auch nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Wo befindet sich dann das, was du jetzt denkst? Also in dem Gehirn, wo nicht existiert. Das natürlich jetzt existiert, weil jetzt reden wir von dem Gehirn, merkst du? Ja, sobald man von redet, klar. Und das klingt für einen, wenn du das noch nie gehört hast, klingt das dermaßen schräg. Ja, ja. Und wie schräg das für solche von uns jetzt ausgedachte uns, sage ich jetzt, wir Geist. Das klingt, probier es doch einfach aus. Wir kommen gerade wieder in den Sinn, diese Sache, wo ich sage, wenn du noch auf der Arbeit bist, geh zu deinem Chef, schau ihn eins an und sag, mir ist heute Abend bewusst geworden, dass du bloß ein dummer Affe bist. Ja. Und dann schaust, wie er reagiert und dann wirst du merken, was ist Freiheit? Es sind absolut zwanghafte KIs, künstliche Intelligenzen, die wie in einem Videospiel einfach im Aussetzung ihrer Programmierung reagieren,
auf dieser Bröselebene und nicht wissen, was sie tun. Und wenn du dann bloß, wenn der loswird, du wirst merken, wenn du das sagst, schau die Physiognomie an, dann hast du mal ganz massiv die Physiognomie dieses Gesichtes sich verändern, das du dir ausdenkst, dieses Trockennasenaffengesichtes. Mhm. Und dann sage ich immer gleich nachschießen, Moment, nicht, dass du mich falsch verstehst. Mir ist gewusst geworden, wie ich sage, dass du nur ein Affe bist, dass du das glaubst. Das ist nicht meine Meinung, was ja seine Reaktion hundertprozentig sicher sofort bestätigt. Das, lass das auf dich wirken, das sind Hammerschläge. Du sagst zu jemandem, du bist bloß ein Affe und der wird extrem beleidigt oder zuerst einmal schockiert reagieren, weil du ihm das sagst, was er im tiefsten Innern glaubst und was er ja mit aller Gewalt möglichst lang am Leben erhalten will. Darum rennt er ja jeden Pipifax zum Arzt, eventuell. Aber wenn du ihn darauf ansprichst, dass du ihm das direkt ins Gesicht sagst, was er glaubt, sind die beleidigt und entsetzt. Ist das schizophren? Ist das Geist? Ist doch krank? Das sind normale Menschen. Die ganzen Streitereien, ob es Politik geht, ob es um Corona geht, egal was, sie äffen geistlos irgendwas nach, was sie sich aufgeschnappt haben. In Medien und Basien. Die Geschichte von Esther. Ja. Medien sind die Medien und Basien, Basie heißt durch sich selbst, durch dich selbst wird es verwirklicht. Ja. Würdest du es nicht denken, wird es nicht existieren. Ja. Jetzt kannst du dich fragen, ja, versuche mal dein Denken zu verändern. Dann kommt wieder die Sache, etwas loshaben wollen, funktioniert nicht. Ja, genau. Nicht. Die Gleichgültigkeit ist der Schlüssel in die Freiheit. Ja. Super, prima. Ja. Wo Furcht ist, ist keine Liebe. Die rote Liebe ist allumfassend. Da werde ich, wenn ich das jetzt reinstelle, machen wir da gleich ein bisschen ein Liedchen noch dazu, alles. Bibelvers. 1. Johannes 4,18 übrigens. Die Öffnung deines Ichs. Furcht ist, ist keine Liebe. Und jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Ich stelle es damit rein. Danke. Danke. Für was? Ja. Ich bedanke mich. Was bin ich ohne den, der mich jetzt ausdenkt? Ja. Dann bin ich das, was ich in mir bin. Ich UB 86 El Hayom. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der, der ich bin. Nicht der Gedanke Udo oder was? Du bist wesentlich mehr Gott, dem, den ich jetzt das erzählt habe, ist wesentlich mehr das, was sich Menschen unter Gott vorstellen, wie irgendein ausgedachter Gott. Ja. Und tschüss. Schwimmen wir noch eine Runde leben, sagt der Udo. Ja, danke. Gerne, Udo. Danke.